Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Gate 20 Temple of the Monks am besten für dich nutzt. Ja, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, in diesem Video geht es darum, dass ich dir zeige, wie du Temple of the Monks am besten nutzt und so oft als möglich eine Seelenreise damit initiieren kannst und die Verbindung zwischen dir und den aufgestiegenen Meistern erlebst oder dieses Band stärkst. Ja? Du kannst Gate 20 vorm Schlafen gehen hören. Ich empfehle dir nicht direkt, wenn du immer um 11 schlafen gehst, also um 23 Uhr, dass du es um 11 hörst oder um 10, sondern hörst dir um 8 oder 9 an, dass du wirklich noch wach bleibst, weil verankern ja das Codewort Connect und dann wirst du mit dem Codewort viel einfacher in diesen Zustand hineinkommen. Ja. Höre dir die Frequenz dann halt vorm Schlafen gehen an, ja, also so um 20, 21 Uhr oder direkt in der Früh nach dem Schlaf. Also du hast dich komplett ausgeschlafen, dann Kopfhörer drauf und dann G20 hören. Du kannst, wenn du willst, in einer Schlafunterbrechung das Ganze hören. Das wird sehr, sehr intensiv. Das heißt, du schläfst 4,5 Stunden, bleibst eine halbe Stunde circa wach und dann hörst du dir Temple of the Monks an, versuchst aber nicht einzuschlafen und dann ist die Erfahrung, die Intensität der Erfahrung sehr, sehr intensiv und damit kannst du auch schon tolle Seelenreisen einleiten. Du kannst auch, wenn du willst, am Tag das immer hören. Es ist ja eigentlich sehr flexibel und frei bei diesem Gate. Die Erfahrung ist in der Nacht oder der Früh oder vorm Schlafen geht natürlich intensiver in dem Fall. Ja, ja. So viel dazu. Du wirst dann auf jeden Fall das Schlüssel, dass du die ersten 7 Tage idealerweise täglich einmal hörst und dann die nächsten 21 Tage, ja, so oft du halt kannst, wie es bei dir am besten passt, so alle paar Tage zum Beispiel. Dann wirst du damit, wichtig ist einfach, dass du das Codewort Connect mit dem arbeitest, in Kombination mit dem Codewort Blue von Gate 1 vielleicht. Oder wenn du die anderen Gates bis 20 kennst, kannst du dir selber deine Lieblingsgates aussuchen, deine Lieblingscodewörter und mit denen dann einfach arbeiten. Also der Schlüssel ist, du verankerst dieses Codewort und dann meditierst du in der normalen Meditation und arbeitest mit den Codewörtern. Und wenn du dann das Codewort Connect sagst, dann wirst du merken, also du kannst idealerweise auch von Gate 16 Breakthrough, ich glaube, das war Gate 16, ja, Gate 16 Breakthrough arbeiten, um dich in diesen Zustand zu bringen, dass du sozusagen dieses freie Bewusstsein bist, entkoppelt vom physischen Körper und dann aus diesem Zustand heraus, also mit dem Codewort Breakthrough, du, oder noch besser, das Codewort Heart, wo du dein Herz reduzierst von Gate 15, von Velo und dann in das Codewort Breakthrough hineingehst, also Bridge, und von da aus dann sozusagen das Codewort Connect machst und dann wirst du richtig merken oder dir vielleicht vorstellst, wie du vor dieser, auf dieser Brücke stehst und durch diesen Nebel gehst und dann ein paar Mal Connect sagst, dann wirst du merken, wie die Präsenz viel intensiver ist. Wenn du noch lucid dazu sagst, dann kann es passieren, dass du auf einmal in einem luciden Traum bist und dass die aufgestiegenen Meister vor dir stehen und so Sachen. Also da haben wir schon alles Mögliche erlebt, ja, in den Seminaren damit. In dem Sinne, viel, viel Freude damit. Schlüssel ist, wie gesagt, hörst du an und dann trainiere in der normalen Meditation mit dem Codewort Connect einfach zu meditieren. Sag Connect, dann warte eine Minute oder 30 Sekunden und dann sag es wieder und dann sag es wieder und so weiter. Und so wirst du die Verbindung immer aufbauen. Dein Gehirn hat die Rückkopplung und dann wirst du merken, wie es auf einmal immer intensiver wird und die Verbindung da ist. Und bei den einen ist es über Bilder, über Visionen, über Gefühle, der andere Erlebnis, so luziden Traum, andere eine Seelenreise. Also es ist immer was anderes und es ist je nachdem, was für dich gerade passend ist. In dem Sinne viel Freude damit und ja, lass dich überraschen, was passiert. Also bis bald. Tschüss.